Die Inspiration, das Lighting Pad Lounge zu machen, entstand aus dem großen Erfolg, den wir mit dem Lighting Pad hatten. Hier war dann der Wunsch, ein Pendant zu schaffen für den Wohnbereich, und dadurch ist dieser Holzrücken entstanden. Holz stand von Anfang an eigentlich überhaupt nicht auf unserer Speisekarte, weil wir ja eigentlich viel mehr aus der Metallecke kommen oder dann hin wieder mit Kunststoff arbeiten. Und erst durch einen Impuls, den ich dann auf einer Messe bekommen habe, eben durch die Firma Becker, hatte ich zum ersten Mal sehr intensive Berührung mit Formholzausarbeitungen. Und da sind wir durch den Betrieb gegangen. Und ich glaube, es hat keine 3 Wochen nach diesem begeisternden Besuch gedauert, bis der Entwurf bei uns auf den Tisch lag. Und dann ist die Firma Nimbus ein Unternehmen, was dann Nägel mit Köpfen macht und hat relativ schnell im Grunde in Prototypenwerkzeuge investiert. Und daraus ist dann auch sehr schnell so ein schönes Serienprodukt entstanden. Jeder weiß, dass Holz gern arbeitet. Es ist ein natürliches Material. Es will nicht in dieser schönen Form, die wir ihm angedacht haben, bleiben. Und dementsprechend wurde da einfach extremer konstruktiver Aufwand getrieben. Und das war für die Entwicklungsmannschaft wirklich eine große Herausforderung, dann die technisch perfekt gearbeiteten Metallelemente und die Lichtelemente und auch die Befestigungs-, die Fixierungsteile so mit dem Holz zu verbinden, dass aus dem Ganzen nachher ein hochpräzises Endprodukt wird. Die Fakten sind die, das Lighting Pad Lounge besteht aus ca. 93 Einzelteilen. Davon sind noch ungefähr 3 Teile identisch zum alten Lighting Pad. Das Lighting Pad Lounge wurde sowohl gestalterisch als auch lichttechnisch, als auch elektronisch, als auch konstruktiv komplett bei Null angefangen mit der Entwicklung, weil anderweitig das nicht möglich gewesen wäre, all diese Features unter einen Hut zu bringen. Ja, die Aufgabestellung war eigentlich, das Produkt muss leuchten. Aber in dem Nebensatz fiel dann halt auch noch, wir hätten gerne noch die Verbindung zum Mutterhaus Häfele, also mit dem BLE Connect Mesh System. Das Häfele Connect System basiert auf der BLE Mesh Technologie, einer neuen Technologie, die speziell letztendlich ermöglicht, ganz viele verschiedene Knotenpunkte auch über lange Distanzen zu verbinden. Und ganz nebenbei muss der Endnutzer das Ding natürlich auch noch intuitiv ohne App bedienen können. Und hier ist ein komplett neu entwickeltes, neu entstandenes Produkt mit fantastischen Features, die es so weder in unserem Haus noch in der restlichen Leuchtenwelt bisher gab. Unter der Leuchte sitzen zu können, bei einem sehr atmosphärischen, gemütlichen Essen und eigentlich die Lichtquelle mehr oder minder nicht wahrzunehmen, sondern nur einen wunderschön beleuchteten Tisch zu haben, war die Zielsetzung, und die wurde erreicht. Das Geheimnis des unsichtbaren Lichts haben wir beim Lighting Pad Lounge gleich auf beiden Seiten realisiert, nämlich nicht nur im Direktanteil, sondern darüber hinaus auch noch im Indirektanteil. Und zwar haben wir das über spezielle Linsen und Reflektoren gelöst. Ich habe also nach oben und nach unten die perfekte Entblendung. Da schwebt eine Skulptur im Raum und sie inszeniert, aber sie inszeniert sich in dem Sinn nicht selber über das Licht, sondern sie inszeniert sich dann über die Form. Ganz viel Technologie, wo wir hier auch ein ganz neuer Weg gegangen sind, mit einem ganz neuen LED-Treiber, der unbekannt war. Das Wahnsinnige dahinter ist, dass wir hier in einem Team zusammengearbeitet haben, das sich vor 15 Monaten noch nicht gekannt hat. Und dann so ein Produkt abliefern, das uns persönlich ergreift und den Markt ergreift. Ja, mein persönliches Fazit hier am Ende sozusagen dieses Entwicklungsprozesses, würde ich sagen, ist es eines der emotionalsten Produkte, das ich jemals begleiten durfte und das Nimbus auf den Markt gebracht hat.